wenn du nach vorne gehst, wenn du viel erreichen willst in deinem Leben, dann brauchst du unbedingt dieses Tool, dieses Werkzeug, denn ansonsten wirst du immer wieder zurückgerissen. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Mentor und Coach. Und wenn du wissen willst, um was es ankommt, im Leben erfolgreich zu sein, gesund zu leben und auch glücklich und mit Spaß deine Dinge zu machen, dann abonniere gerne meinen Kanal, hinterlasse ein Like unter dem Video, schreibe in die Kommentare, was dir sonst noch für Themen vorschweben und setze auch gerne einen Tick auf die Glocke, damit du immer bereit oder immer weißt, Bescheid weißt, wenn ich ein neues Video poste. Wenn du ehrgeizig bist, wenn du ambitioniert nach vorne gehst, wenn du unbedingt noch was machen willst aus deinem Leben, weil du schon zu viel Zeit damit verschwendet hast, Dinge zu tun, die dich nicht ja, am Leben erhalten, die nicht deine Lebensfreude ausdrücken, die nicht deine Kreativität ja, ans Werk kommen lassen, dann gebe ich dir hier ein paar Tipps mit, die du auf jeden Fall berücksichtigen musst. Denn es ist ganz normal, dass wir uns nicht damit beschäftigen, wenn wir nach vorne gehen, da uns ständig nur damit befassen, was denn alles noch kommen soll, was wir uns so manifestieren, was wir uns ausdenken, wie unsere Zukunft auszuschauen hat, was unsere Ziele sind, was wir uns erträumen wollen, was wir uns, wie wir noch unser Leben gestalten wollen, dann ist es auf jeden Fall mehr als wichtig und essentiell, es ist fundamental sogar, dass du dich damit befasst, wer du bist, woher du herkommst, was auch deinen angeborenen Teil angeht. Wer sind deine Wurzeln? Wer sind deine Familienwurzeln? Was macht dich überhaupt aus? Woher kommst du eigentlich? Nicht nur aus familiärer Sicht, sondern auch aus empirischer Sicht. Sprich, was hat dich ausgemacht? Was sind deine Glaubenssätze? Was denkst du? Was sind deine Vorstellungen? Woher kommen die? Was sind die Ursprünge eigentlich? Für mich ist das Wichtigste, dass du zum Ursachenforscher wirst. Du wirst zum Ursachenforscher davon, was dich ausmacht, was sind deine Wurzeln, was ist dein Ursprung, woher, so eine Art Stammbaum solltest du vielleicht erstellen. Nicht nur was deine Urgroßeltern, deine Ururgroßeltern anbetrifft und vielleicht auch noch von deinen Eltern, von denen mitbekommst, was die so über ihre Eltern, ihre Großeltern erfahren haben und was sie von denen mitbekommen haben, was deren Glaubenssätze war, was ihre Lebenserfahrung war, was ja auch mehr oder weniger an dich weitergegeben wurde, sondern auch zum anderen, was hast du als Kind erlebt, was hast du als Jugendlicher erlebt, was sind deine Erfahrungen gewesen, was sind deine Prägungen, was hat dich ausgezeichnet, aber andererseits, was hat dich auch runtergezogen? Was ist wirklich das, was noch als Last an Altlasten an dir dranhängen und was dich vielleicht davon abhält, immer wieder den Erfolg zu haben, den du dir gerne gewünscht hättest? Das ist für mich die entscheidende Formel, die es geht zu berücksichtigen, denn du kannst dir noch so viele Ziele vornehmen, du kannst dir noch so viel ausdenken und manifestieren und ja auch mit deiner Traumwelt in Kontakt gehen, wenn du nicht mit dir im Einklang bist, wenn du nicht verstehst, dass es darauf ankommt, dein altes Ich, dein kleines, dein inneres Kind, wie so manche nennen, dein Schattenkind, wenn du das mit auf den Weg nimmst, wenn du es an der Hand nimmst, wenn du dich traust, auch ja, mit ihm empathisch, mit ihm gefühlvoll und verständnisvoll umzugehen und es auch immer wieder auch zu berücksichtigen und anzuschauen und wahrzunehmen und sogar auch ja, freundlich zu begegnen und auch respektvoll. Nämlich, es ist ja auch nicht nur Schuld dran, dass du manche Dinge vielleicht nicht so realisieren kannst und manchmal nicht nach vorne kommst, weil es dir Blockaden in den Weg legt, sondern es ist ja auch dafür verantwortlich, dass du überhaupt deinen Weg gehen kannst. Es ist ja nicht negativ zu betrachten und auch nicht positiv, sondern ich würde einfach mal sagen, werteneutral so anzuschauen, dass du dir sagen kannst, hey, bin ich. Meine Vergangenheit gehört zu mir, genauso wie meine Zukunft. Und wenn ich da nicht die gerade Linie finde oder zumindest ein Level, auf den ich mich wohlfühle, mit was ich wirklich innerlich in Harmonie bin, dann wird es aus der Zukunft und aus deinen Träumen und aus deinen Vorhaben wird es dann auch nichts, weil solange du dein Inneres, dein Altes, dein Vergangenes
ja, deine Beschwerden vielleicht auch und deine Probleme, wenn du die vernachlässigst und nicht da genau hinschaust, wie sie zustande kamen, warum es passiert ist, was du daraus gemacht hast, wo es passiert ist, mit wem es passiert ist, ob sich wiederholt hat. Ganz wichtig ist auch die Wiederholung. Siehst du, wenn du dein Leben nochmal in Retrospektive siehst, nochmal zurückgehst gedanklich, siehst du da immer wieder die gleichen vielleicht Erfahrungen, die du gemacht hast. Und wenn es der Fall ist, dann ist die Frage, wie kommst du da raus? Was passiert, wenn du so weitermachst? Und wenn es nicht so, wenn du da keine Antwort dafür hast, dann liegt es auch vielleicht daran, dass du keine Zukunftsperspektive hast. Dann fehlt dir ein klarer Ausblick, dann fehlt dir ein Prozess, dann fehlt dir ein Plan, wie du nach vorne gehst. Und indem du auch nach vorne gehst und immer mehr ins Handeln kommst und in dein eigentliches Ich, in die Person, in die Identität, die du wirklich von Herzen sein willst, dann kannst du vielleicht auch, oder bin ich nicht nur vielleicht, sondern dann wirst du bestimmt zu diese alten Beschwerden zwar konfrontieren, aber du wirst sie auch, weil du auch in deiner Kraft bist, wirst du auch bestehen können, du wirst sie meistern können, du wirst sie beherzigen können und du wirst sie auch akzeptieren können. Und das ist das ganz Wichtige, dass du deine Vergangenheit, dass du deine Geschichte akzeptierst und mit diesem Blick voraus, mit diesem Prozess, mit dem Plan, der Spaß macht, mit dieser Strategie anzuwenden und zu sagen, hey, ich weiß, wo meine Ziele sind, ich weiß, wo ich hin will, allerdings darf ich mich auch mit mir selbst beschäftigen und meiner Vergangenheit, weil ohne dieser Beschäftigung mit dir selbst, mit deiner Vergangenheit, mit dem Leben im Moment, weil du Spaß hast, das zu tun, was dir gefällt, und mit der Gewissheit, dass in Zukunft sich noch vieles zum Besseren entwickeln wird, nur so kommst du zum Erfolg, zum wahren Erfolg, zum Reichtum. Und Reichtum für mich ist der herzige, der beherzte, ja, Glückseligkeitszustand, der Frieden mit mir, weil ich weiß, dass ich genau das mache, was ich schon immer machen wollte und ich der bin, der ich wirklich von innen heraus bin. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann setze doch gerne ein Like unter das Video, abonniere meinen Kanal, schick das Video an andere Leute weiter, die sich auch schwer tun, sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen oder die sich schwer tun, auch nach vorne zu kommen. Und ja, setz auch die Glocke darunter, dann weißt du wirklich, jedes Mal, wenn ich Videos poste, es ist zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, dass wieder ein neues Video von mir erschienen ist. Vielen Dank nochmal, bis zum nächsten Mal. Ciao, viel Erfolg bei allem.